das wird ein wunderbarer Tag. Ich spüre es in meinen Hörnern. Ferdinand! Ferdinand, der Stier mit dem großen Herz erobert die Kinos. Doch bevor wir uns sein Abenteuer auf der großen Kinoleinwand anschauen, machen wir erstmal zusammen mit Ferdinand Berlin unsicher. Ferdinand! Ich suche ihn! Hier ist was los. Sag mal, wo steckt denn Ferdinand überhaupt? Oh oh, ich habe eine schlimme Vermutung. Oh nein. Du bist gigantorisch. Ich kann es kaum erwarten, dich den anderen vorzustellen. Die werden den ganzen Hof düngen. Passt perfekt. Also, weil Daniel, der hat diese wahnsinnige Power, sag ich mal, von der Optik her mit den Muskeln und so. Der sieht aus halt wie Ferdinand, so ein Muskelpaket, hat aber trotzdem das Sanftmütige und das Liebenswerte. Ja, mega. Es ist vor allen Dingen echt ein geiler Cast. Die Schauspieler sind so toll und ich meine, das sind ja auch alles Vollprofis und so entspannt und so relaxed. Also, war ein schöner Tag. Eine tolle Abwechslung mal. Leute, da ist er ja. Und jetzt ab ins Kino. Schöner Film für jedermann. Unterhaltsam, rührend, charmant, witzig. I think people will fall in love with Fernet. Wer seid ihr denn? Ich bin Una. Ich bin Dos. Und ich bin Quattro. Das ist mit Tres. Wir reden nicht über Tres. Ferdinand geht stierisch ab dem 14.12. in allen deutschen Kinos. Viel Spaß euch.